Ja, moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Zeichnet sich ein Trend ab für 2023, was mir besonders gut gefällt. Und dabei handelt es sich um Messer mit sehr, sehr schlanken, im Sinne von sehr dünnen Klingen, bezogen auf die Klingenstärke. Wir haben hier zwei Paradebeispiele liegen. Einmal das Benchmade Tagged Out. Und einmal das Spyderco Chaparral in der Lightweight-Variante. Beide kommen mit knapp über bzw. knapp unter 2 mm Klingenstärke daher. Beide wiegen um die 60 Gramm. Und beide sind leider nicht 42A-konform. Sie haben leider noch andere Gemeinsamkeiten. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund für dieses Video. Das ist eine allgemeine Diskussion, was den Preis angeht von Taschenmessern im Jahre 2023. Wir liegen beim Tagged Out deutlich über 200 Euro im Regelfall, 220, sowas um den Dreh. Und beim Chaparral in der Lightweight-Variante, die ja eigentlich immer deutlich unter den anderen angesiedelt ist, bei 130 bis 140 Euro. Das heißt, der kleine Scheißer hier mit FRN-Griffschalen und einem CTS XHP Stahl kostet über 130 Euro, wenn ihr es bekommt. Meistens gibt es lange Lieferzeiten oder sie sind gerade einfach nicht verfügbar. Ja, beim Benchmade nochmal was ganz anderes, ne? Da sind wir dann schon mit einer 2 vorne und dann wird es richtig bitter. Allerdings nimmst du das Teil in die Hand und dann ja, bist du auch erstmal richtig, richtig blown away, wie die es schaffen, so ein großes Taschenmesser in diesem Gewicht hinzukriegen. Wie gesagt, was mich so fasziniert und was mich so begeistert und was bei mir dann auch sofort den Haben-Wollen-Reflex auslöst, das ist, wie schlank die Klingen aufgebaut sind. Ich habe mit dem Tagged Out ein bisschen was testen dürfen in den letzten Wochen und ja, gerade im Alltag das Übliche, was ich immer wieder wiederhole, hier und da ein bisschen Obst oder Gemüse schnibbeln, ein bisschen Nahrungszubereitung, ansonsten Pakete und Post öffnen, eine Blisterverpackung etc. pp. Das macht das Messer mit solcher Bravour und solcher Lässigkeit, das ist kaum zu begreifen. Klar, wenn es dann mal irgendwas Wilderes wird, dann willst du vielleicht nicht unbedingt mit dieser ultraschlanken Klinge rangehen. Dann greifst du dann auf irgendwas zurück, was vielleicht ein ganz klein bisschen robuster ist. Ich sage jetzt einfach mal hier vielleicht so ein Tools for Gents, Rudi van Poppel, Magna. Da, ne? mit dem kannst du dann auch mal richtig was wegschaffen. Aber für die kleineren und leichteren Aufgaben, diese Messer mit diesen ultraschlanken Klingen, das macht einfach nur tierisch viel Spaß. Jetzt bleibt natürlich die große Frage. Warum kosten die Dinger so viel? Einzig und allein an gestiegenen Materialkosten und Versandkosten kann es ja nicht nur liegen. Ich meine, was wir hier geboten kriegen, ist ein CPM 154. Auch wenn es eine pulvermetallurgische Variante des Stahls ist, das ist Mittelklasse. Diese gegossenen Plastegriffschalen hier, das sind Centbeträge, ganz im Ernst. Das ist halt, ich bin ja kurz davor, das das Lego-Phänomen zu nennen, ne? Dass du dann für einen reinen Materialwert bei einem großen Lego-Set, weiß ich nicht, hier Millennium Falcon, wo der Materialwert wahrscheinlich unter 5 Euro liegt, dass du da 700, 800 Euro für abdrücken musst. Ja, weil sich irgendein Marketingstratege überlegt hat, dass das so sein soll. Ähnliches befürchte ich, ist auch leider bei uns in der Messerwelt der Fall. Gerade bei den Marken mit Prestige, und dazu gehören ja Spyderco und Benchmade definitiv. Also, wie gesagt, der Klingenstahl ist so lala, es ist auch nicht so sonderlich viel davon verbaut. Der Access Lock ist mittlerweile patent abgelaufen, das heißt, da musst du dann auch keine Mehrkosten mehr rechtfertigen, um irgendwelche Patentanwälte zu beschäftigen. Ein paar schwarze Schrauben. Also ganz im Ernst, wenn der Materialwert für das, was hier liegt, 8 Euro überschreitet, würde es mich echt wundern. Ne? Die kaufen ja auch nicht ein Stückchen Stahlblech ein, sondern die kaufen das Zeug dann auch
ja, nicht nur zentnerweise, sondern wahrscheinlich tonnenweise. Und ja, entsprechend günstiger wird es dann. Also das ist, ja, es ist im besten Fall fragwürdig. Also 220, 225 Euro, es ist ein brutal gutes Taschenmesser, aber ich kann es halt irgendwie nicht nachvollziehen. Ja, dann kommen wir zum Chaparral. Die Vorstellung habe ich ja schon gemacht. Die müsste auch schon gelaufen sein, jetzt, wenn ihr dieses Video seht. Sind wir, ich habe eben nachgeschaut, zwar mit einem Monat Lieferverzögerung oder Lieferzeit, sind wir bei einem Preis bei einem großen Shop von 131,95, glaube ich, war es. Ja, und das ist die Lightweight-Variante. Das heißt, das ist die abgespeckte mit den billigen Materialien-Variante. CTS-XHP klingt toll, hat einen tollen Namen, gehört aber zur 440C-Klasse von Stählen. Dieser aufgepeppten Variante, ihr kennt das ja mit D2 zum Beispiel und Sleipner oder K111 ist ja auch, glaube ich, auch der auch nichts anderes als ein leicht aufgepeppter D2. Gib dem Kind einen coolen Namen, dann kannst du direkt mal wieder ein Premium dafür verlangen, auch wenn sich an der Grundrezeptur gar nicht so viel verändert hat. Wie weit der XHP dem 440C überlegen ist, das wage ich nicht zu beurteilen. Nach meinem Verständnis gehören so einfach nur in die gleiche Familie von Stählen. Bedeutet für mich, auch der dürfte nicht allzu teuer im Einkauf sein. Für die Griffschalen gilt wieder genau das Gleiche. Das Zeug bekommst du als Granulat eingeliefert, das wird erhitzt und wird dann einfach in die Formen gepresst, ne? Das machen Maschinen. Die Griffschalen kosten ein paar Cent das Stück in der Produktion. Am Ende kommt dann ein Produkt raus, das entspricht ja einem bestimmten Markenbild, das erfüllt einen bestimmten Einsatzzweck, und das weckt einfach bei uns in der Community, in der Sammlerwelt, in der Messerfanswelt irgendwelche Begehrlichkeiten, und davon kann ich mich nicht freisprechen. Ich habe das Ding hier, ich glaube erst den zweiten oder dritten Tag, jetzt wo ich dieses Video drehe. Und ich habe Bock auf ein Chaparral. Ne? Also die Mechanismen greifen, die funktionieren. Aber in meinem Kopf rattert es halt wie bescheuert, wie man diesen Preis rechtfertigen kann oder soll oder was auch immer. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Deswegen, so toll die Teile sind, irgendwie habe ich das Gefühl, uns geht so ein ganz klein bisschen der klare Blick verloren für das, was sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Ich habe dummerweise noch ein drittes Beispiel. Dafür habe ich noch kein eigenes Vorstellungsvideo gedreht. Aber das dritte Messer im Bunde könnte man im Grunde, Entschuldigung, das dritte im Bunde könnte man im Grunde, schön gereimt mal wieder, so als Kind dieser beiden bezeichnen. Ne? Wenn das Benchmade der Papa ist und das Chaparral die Mama, was würde dabei rauskommen? Und ja, das ist ein drittes Modell mit einer FRN-Griffschale, mit einem interessanten Lock. In dem Fall mit Nested Linern, eingelegten Platinen. Und das ist das Demco. Ne? Also für mich ist das tatsächlich so die uneheliche Kreuzung aus dem Benchmade Tagged Out und dem Spyderco Chaparral mit ein ganz klein bisschen mehr Testosteron. Das Testosteron kommt natürlich aus alten Cold Steel Zeiten. Andrew Demko und Cold Steel ist ja so sehr verwoben wie ja, Hannibal Lecter und Jodie Foster. Die kannst du ja kaum voneinander trennen, diese beiden Namen, also Agent Starling. Deswegen, ja, haben wir hier auch ein FRN-Modell. Sharklock. Ja, ist mal wieder eine Demco-Erfindung. Saucooles Teil. Es liegt gut in der Hand. Es macht Spaß zu manipulieren. Die Verarbeitung ist wirklich, wirklich prima. Der Klingengang ist prima. Alles in allem macht das Teil Laune. Da werde ich auch in der Vorstellung nochmal drauf eingehen. Aber dann hast du FRN, du hast ein AOS 10A.
Das Ganze vermarktet unter dem Namen Demco, also als ja, Production-Variante seines Customs, mit einem verdammt hässlichen Pocketclip. Immerhin wird ein Spiegelverkehr dabei gelegt, falls du umsetzen möchtest. Also da ist tatsächlich ein zweiter Clip dabei. Auch Taiwan-Fertigung, wie das Spyderco. Ne, auch hier in dem Fall dann so ein Diamond-Pattern als Struktur, nicht ganz so griffig, wie das beim Spyderco der Fall ist. Und das Ding kostet auch deutlich über 200 Euro. Auch weit, weit weg von dem, was ich für gerechtfertigt halte. Klar, ein Andrew Demko will auch seine Kosten drin haben und seinen Schnitt machen. Aber das gibt's nicht her, ne? Das ist mein großes Problem. Und das wird erst dann zum wirklichen Problem, weil ich auch bei dem Teil sage, verdammt, eigentlich will ich es haben. Ne? Auch dieses Messer wurde mir von einem ganz, ganz lieben Knife Buddy zur Verfügung gestellt, leihweise, dass ich das mal auf meinem Kanal zeigen kann. Ich hoffe, du bist jetzt nicht allzu enttäuscht, dass der erste Auftritt deines Messers auf meinem Kanal jetzt einer ist, der so einen Schatten über die Preispolitik wirft. Nee, falsch. Eigentlich genau das Gegenteil, der die Preispolitik mal beleuchtet, dass man mal sieht, was da wirklich gerade passiert. Also wir haben bei diesen drei Messern, die allesamt für das, was sie repräsentieren, in einer wirklich, wirklich, wirklich gehobenen Preisklasse spielen, also 220, ich sag mal grob runtergerundet 130 und ich glaube 230. CPM 154, CTS XHP und AUS 10A. Das ist dann auch noch der schwächste Stahl von allen, am teuersten Messer. Klar, innovativer, neuer Lock, Shark Lock, ja, bla bla bla. Aber nein, wenn du einmal die Maschinen hast, um das Zeug zu produzieren, dann musst du kein Premium von 70, 80, 100 Euro verlangen, nur weil das Ding halt diese eine Besonderheit hat. Ansonsten ist das nämlich einfach nur ein Taschenmesser. So, ja, Gott, habe ich mich reingeredet, ne? Also für mich, wo es mir drauf ankam, war eigentlich, dass irgendwie die Kreuzung aus den beiden das ergeben könnte. Und als ich weiter darüber nachgedacht habe und mir gedacht habe, da musst du unbedingt ein Video draus machen, ist mir halt bewusst geworden, ja, wie krass teuer das Zeug eigentlich ist für das, was sie bieten. Mittlerweile kosten die UKPK in den meisten Shops dreistellig. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da hast du beim UKPK bei Amazon zugeschlagen, wo sie eigentlich immer schon mal ein paar Euro teurer waren, wenn eine 5 vorne stand. Die gab es dann immer mal wieder so für 55, 57 Euro. Und wenn man es gerade mal wieder verschenkt hatte oder verkauft hatte oder was auch immer, und das ist mir beim UKPK auch ein paar Mal passiert, dann gab es das halt bei Amazon mal wieder für 54, 95 oder so und dann hast du mal wieder eins geordert. Das ging klar damals, ne? Jetzt kosten die das Doppelte. Wo soll das hinführen? Ja, wir müssen uns wahrscheinlich einschränken. Wir werden weniger Messer auschecken können, als wir das gewohnt sind, als wir das früher gemacht haben oder als wir das gerne wollen. Das sehe ich auf jeden Fall auf uns zukommen. Darüber hinaus werden die Firmen es immer schwerer haben, uns ihre Konzepte zu einem bestimmten Preis verkaufen zu können. Die werden sich immer mehr Dinge einfallen lassen müssen, warum wir so viel Kohle auf den Tisch legen sollen für das, was wir geboten bekommen. Ich hoffe, dass es nach wie vor Firmen gibt, die dem ein ganz klein bisschen entgegenarbeiten und coole, innovative Taschenmesser, vielleicht einfach nur mit einer schönen Hintergrundgeschichte, vielleicht einfach nur mit coolen Materialien, vielleicht einfach aber auch nur mit einem hübschen Design. Dass es weiterhin solche Firmen gibt, die halt dieser Tendenz so ein ganz klein bisschen entgegenwirken und uns nach wie vor mit ihren Produkten überzeugen können. Nochmal, ich finde die drei alle super. Ich habe tatsächlich schon überlegt, wie ich es bewerkstelligen könnte, mir ein Chaparral oder das Demco oder im Zweifelsfall auch beide anschaffen zu können. Sehe ich aber überhaupt keinen Weg. Es ist einfach, sehe ich nicht. Ne? Deswegen wird mir diese Freude verwehrt bleiben. Ich freue mich umso mehr, dass ich sie mal zeigen konnte. Eine Vorstellung zum Demco wird auf jeden Fall noch kommen. Da werde ich dann auf den einen oder anderen Punkt, den ich jetzt genannt habe, auch nochmal eingehen. Ja,
Bitte sagt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr von dieser Entwicklung haltet. Findet ihr die Preise für diese Messer gerechtfertigt? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ich bin dankbar für jede andere Sichtweise. Es kann ja durchaus sein, dass ich mich da so ein ganz klein bisschen verrannt habe in diesem Thema und dass ich das ein bisschen zu negativ sehe. Aber ja, ich sag's ja, ne? Das Lego-Phänomen, ich habe ja so ein bisschen Spaß an den Lego-Mini-Figuren und bestell mir da hin und wieder mal so ein kleines Set oder so. Da weißt du halt oder kriegst du halt mit, wie hoch die Gewinnspanne ist. Und ich habe einfach das Gefühl, die Firmen haben in den letzten 2, 3 Jahren ganz besonders einfach nur versucht, Dinge vorzuschieben, um ihre eigene Gewinnspanne noch ein bisschen weiter zu maximieren. Bei einigen läuft es nicht besonders gut, dann kommen automatisch Preiserhöhungen und bei anderen ist es vielleicht einfach so, ja, wir haben die Gunst der Stunde genutzt, ne? Alle sprechen davon, wie teuer alles geworden ist und Rezession und bla 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 und lass uns doch mal 30% die Preise erhöhen. Also ich glaube, einige versuchen sich gerade ein bisschen auf unsere Kosten gesund zu stoßen und das versaut mir ein ganz klein bisschen den Spaß an der Sache. So, aber jetzt genug gerantet, das soll es gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr das Video seht. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.